Ja, servus, ja, Freunde. Weiter geht's mit dem nächsten Cast. Heute mal wieder ein Spiel von mir selbst. Ich glaube, das war ganz nett gegen den guten Stupendous Man. Der Kollege ist Top 100, Top 70, Top 60, je nach Fraktion. Genauso wie ich. Das heißt, zwei ganz ordentliche Spieler und wir gucken einfach mal, wie das Spiel sich so entwickelt. Schauen wir mal kurz auf die Doktrinen, Kessel-Doktrin. Ich weiß nicht. Ich so, ab und zu sehe ich das mal und ich frage mich dann immer, was das soll. Also Hinterhalttraining ist natürlich nicht schlecht, aber das gibt es auch in anderen Doktrinen, die besser sind. Genauso wie die Sturmtruppen. Versorgungslinie durchbrechen sehe ich nie, dass das mal irgendjemand benutzt. Genauso wenig wie Durchbruch. Und Kessel schließen ist zwar eine epische Ability, die aber halt auch so gut wie nie zum Einsatz kommt. Weil, naja, man muss halt ein Territorium isolieren und keine Ahnung, das ist halt nicht so einfach. Dann doktrinmechanisierte Truppen, das ist dagegen nicht so schlecht. Kommandopanzer, Spektiv und so, ihr kennt das für mehr Sichtweite der Stuks zum Beispiel und die Grenadiergruppe, die sieht man jetzt nicht so häufig, aber zwischendurch kann man die tatsächlich schon mal verwenden, zum Beispiel zur Sniperjagd oder whatever. Also, das passt schon. Befestigte Panzerung, das ist eher so ein 2 gegen 2 Ding. Weiß ich auch nicht, warum er das drin hat. Also, die Doktrinauswahl von ihm ist mal ein bisschen seltsam. Bei mir Abwehrtaktik habe ich schon öfter, ja, habt ihr schon öfter gesehen von mir, auch schon Videos zugemacht und muss ich jetzt hier nochmal, nicht nochmal im Einzelnen ausführen. Dazu NKWD, auch dazu habe ich schon Videos gemacht. Ihr kennt das, Funkabhörung nice, Angstprop nice und Sturmovik-Angriffe OP. Und das mega klassische Gardemotor, selbstverständlich mit dem 120 mm Freund und den T3485 und natürlich den Gardeschützen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lassen wir einfach mal laufen und gucken mal. Unsere T34 wurde mit 85 mm Kanonen ausgestattet. Wir folgen ihren Spuren zum Sieg. Ja, T34 zwischendurch spiele ich auch mal 85 T2 Start, habe mich direkt für Millionen zu zermalmen. ja, den Motor entschieden, das heißt, es wird ein Maxim geben. Frische Rekruten sind eingetroffen. Das gibt jetzt wieder die volle Dröhnung Sniper und sonstigsten Käse. Ja, also ich kenne den Kollegen, der ist ab und zu auch bei mir im Stream zu Gast, der gute drei Käse hoch. Grüße. Ja, und gut, ich meine, wer mag das schon, wenn er als Wehrmacht massiv von Doppel-Sowjet-Sniper penetriert wird? Von daher, ja, aber wir sehen ja hier, ich tue es gar nicht. Können jetzt gute Sowjetsoldaten ausgebildet werden. Mal sehen. Ja, wie gesagt, tatsächlich diesmal T2 mit Gardemotor. Das hat den Hintergrund, er glaubt es noch nicht. Das hat den Hintergrund, dass ich Sniper-Gameplay auf der Map nicht so toll finde. Also klar, man kann es machen, gerade wenn man links startet, dann geht das schon, kann immer so ein bisschen hier in der Mitte operieren. Aber ich finde, es ist jetzt nicht die beste Map dafür. Hingegen, wenn hier ein MG drin sitzt und der ein oder andere 120 mm Mörser dahinter, dann ist das halt relativ nice. Von daher habe ich mich halt mal dafür entschieden. Und T3485 sind sowieso cool und Gardeschützen auch. Von daher kann man das schon mal machen. G42 ist da. Von drei Käse hoch nenne ich ihn jetzt einfach mal. ja, stinknormaler Start. Zweiter Gren im Bau. MG42. Will hier so ein bisschen Ghetto-Stress machen, so wie es aussieht. Schafft er auch. Ist jetzt natürlich extrem uncool. Für solche Situationen ist es ganz cool, wenn man hier Deckung hingebaut hat. Habe ich jetzt aber halt nicht. Und von daher ist das jetzt erstmal ein bisschen dumm.
Aber auch kein Megadrama, weil ich meine, ich kepp halt weiterhin hier rum. Das ist mal eine angenehme Überraschung, ja. Kollege, da siehst du mal. Hör ja auf, mein Zuschauer, was. Ich spiele, was ihr wollt. Ja, jedenfalls, ich kepp halt hier jetzt in der Gegend rum. Es ist jetzt gar nicht so schlimm, dass da der Gren sitzt. Das ist schon blöder, aber ich denke, der Conscript wird es noch ins Haus schaffen. Genau, von daher halb so schlimm. Ja, ich laufe halt jetzt einfach hier außen rum und lasse den Gränder halt versauern, das passt schon. Das hier ist ein Fehler von Stupendous Man, weil, naja, ihr seht's ja, einfach mal blind mit dem MG42 hier reingerannt, ist halt scheiße. Jetzt ist das Ding halt ziemlich am Arsch, weiß nicht, wo er jetzt schon wieder hin will. Bisschen verwirrt, die drei Kollegen hier. Was wollt ihr denn? Zwei Grenadiere Mörser, jetzt hat er es auch geschnallt, dass mit dem MG jetzt irgendwie, weiß nicht, zwar irgendwie Fail, keine Ahnung, vielleicht ein Missklick. Hier habe ich das Gefecht auch gewonnen mit vereinten Kräften, mit zwei Conscripts, jetzt ein dritter Conscript. Und ja. Läuft soweit. So langsam. Das hier ist halt auch nicht so geil. Also, dass er da in dem Haus sitzt, ist ja schön und gut. Nur, ihr kennt das, ja? Üblicherweise sollte man das hier, das nette Hausspiel spielen. Das heißt, ihr geht immer wieder aus dem Haus raus und dann schaut ihr immer mal wieder rein, damit ihr weiterhin die Sicht habt und so. Aber, Entschuldigung. Wenn ihr einfach so hier drin sitzen bleibt, dann seht ihr ja, also das geht zwar jetzt nicht schnell, aber auf Dauer schießt das MG den Grenadier da schon raus. Also ist auch nicht optimal gemacht. Also glücklicherweise für mich kein mega tolles Early Game von Stupendous Man, muss man sagen. Auch hier könnte man ein bisschen früher retreaten, um ehrlich zu sein. Oh ja. Naja, also das war jetzt wiederum ein kleiner Fehler von mir. Also den Full-Unit-Kill hätte ich hier schon auch abgreifen können. Also zumindest hätte ich es versuchen können. Aber halt, ja. Wie nur so auf die Minimap geguckt, dann retreatet halt. Oh. Aber hätte man schon noch machen sollen. Aber gut. Gibt Schlimmeres, sage ich jetzt mal. So, endlich ist der Grenadier weg und das MG kann mal dahin, wo es eigentlich von Anfang an hin sollte. Nämlich in das Haus hier. Ich denke, als nächstes wird dann ein 20 mm Freund kommen, um den Wehrmachtsmörser zu countern. Lamer jetzt noch. Wo ist er denn? Ja. Im Großen und Ganzen passt, aber Map Control ist ordentlich für mich. Oh. Hier ist Retreat angeraten, genau. Das sollte noch gut gehen, denke ich. So, Flamer ist rechtzeitig da. Überraschung. Jetzt haben wir wieder das gleiche Thema wie vorhin bei dem Haus. Sollte jetzt nicht ewig, genau. Ich spiele jetzt hier das Hausspiel. Das bleibt jetzt nicht einfach hier drin und lass mich von dem IG beschießen, sondern geh halt einfach wieder raus. Unter Umständen könnte man noch eine Sprengladung hier hinholzen. So, schauen, ob ich das mache. Ich meine, ich hätte das irgendwann mal gemacht. Ah, genau. Hier kommt sie. Es ist immer ein cooler Spot für eine Sprengladung hier bei dem Haus. Früher oder später rennt hier immer einer rein. Stupendous Man ist natürlich kein Noob. Der hat auch meinen Pionier gesehen. Also, wenn er klug ist, kann er sich das denken. Flamer gegen MGs in Häusern ist immer böse. Da ist angeraten, sofort rauszugehen aus dem Haus. Passiert auch. Ihr habt gesehen, nur ein Flammenstoß, gleich irgendwie ein Drittel vom Leben weg.
Ja. Das hier ist ein Scheißgefecht für mich. Grenadier in grüner Deckung, das MG nicht. Und ne, vom Tag ist das jetzt nicht ideal, aber der Flamer kommt als Verstärkung ran. Das Gefecht sollte ich gewinnen. Oh, der 120 mm ist da. Und macht gleich mal ordentlich Alarm. Immerhin den Decap geschafft und das ist jetzt hier also ein bisschen nervig. Wie schaut es eigentlich tech-mäßig aus? Heal ist da und die 2-Tech auch. Was ist eigentlich mit dem A? Das MG ist gestorben, oder? Durch den 120 mm, denke ich mal. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber das ist natürlich bitter und sorgt dafür, dass Stupendous Man erstmal hier dann MG42 nachbauen muss. Ist natürlich cool, es verzögert so ein bisschen seinen Tag und so. Bin mal nicht schlecht. Als nächstes wäre es dann wahrscheinlich mal Zeit für einen Gardeschützen. Ist gegen Infanterie natürlich gut, vor allen Dingen dann mit Vett. Und zusätzlich ist ja auch ein. Könnte ja unter Umständen auch T2 kommen, ein Flamer-Half-Track, whatever. Ist das auch nicht schlecht gegen leichte Fahrzeuge? Da läuft im Prinzip alles momentan wie. Ja, wie geplant. Keine größeren Probleme. Einladung hätte man noch so ein bisschen dann näher ranlegen können. Kann unter Umständen schon sein, dass er die sieht dann. Ihr wisst ja, seit dem letzten Patch sind die nicht mehr unsichtbar, sondern man sieht sie, wenn man vorbeiläuft. Das Gefecht sollte ich gewinnen. Das sieht Stupendous Man genauso und zieht sich dementsprechend zurück. Auf der rechten Seite habe ich wieder alles im Griff. Der Flamer sollte mal nach Hause gehen. MG ist da. Schaut es eigentlich aus? Heal habe ich und Panzerabwehrgranaten auch. Das heißt, ich bin gut aufgestellt gegen Fahrzeuge. Hier kommt der Call-In. Das heißt, wir sehen den Pick, Doktrin-Pick, Kessel-Doktrin. Wie gesagt, mir ist absolut nicht klar, was das soll. Aber okay. Die Sturmtruppen sind auf jeden Fall nicht schlecht und diese Hinterhaltsgeschichte ist auch okay. Aber der Rest ist irgendwie meines Erachtens relativ useless. Ja, wie gesagt, der Decap hier ist halt egal einfach, weil, wenn ihr euch erinnert, früher war das mal hier ein Cut-Off-Punkt, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Vor allem ist das halt ein bisschen nervig, aber mehr halt auch nicht. So, da sind die Gardefreunde. Also im Prinzip mega klassische Build-Order von mir, so wie man es schon seit, keine Ahnung, 2013 kennt. Drei Conscripts, Maxim, Mörser, Garde. Unter Umständen könnte man noch halt noch ein MG bringen oder noch ein Mörser, je nachdem. Ah, jetzt hat er die Sprengladung gesehen. Ist ja jetzt ein bisschen dumm. Das ist übrigens auch ein bisschen dumm. Ich kann mich noch dran erinnern an die Situation im Spiel. Irgendwie, also der Grenadier schießt auf mich, aber die Gardeschützen schießen nicht zurück. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ihr seht, der Kollege hätte locker sterben können, habe ich mich während dem Spiel schon gewundert. Wie gesagt, die Sprengladung hat er jetzt. Oh, hat er jetzt gesehen. Und daher ist jetzt nicht davon auszugehen, dass er noch in das Haus reingeht. Ist ein bisschen schade, aber naja. Eben ist kein Ponyhof. Ja, 120 mm FTW. Aber als Wehrmacht braucht man sich über starke Mörser nicht beschweren. Es ist halt nicht so, dass der Wehrmachtsmörser scheiße wäre. Oh, weiterer Gardeschütze geht natürlich auch. Hier bitte aus grüner Deckung raus. Für weniger Schaden gegen Flamer. Danke. Ich weiß nicht, ob. Ich habe das, glaube ich, schon irgendwann mal in diversen Videos erwähnt, aber für die, die es noch nicht wissen, man kassiert, also Flamer machen mehr Schaden gegen Einheiten in grüner Deckung,
Falls sich hier jemand fragt, warum der Kacknoob jetzt hier sich in rote Deckung stellt. Ja, einfach weil man gegen Flamer dann weniger Schaden kassiert als in grüner Deckung. Und das kann ich nur empfehlen, das auch so zu machen. Bäm! Ja, das war jetzt natürlich bitter. Ich meine, ihr habt es gesehen, hab die Nade sogar gedodged, also ich bin weggelaufen. Aber direkt in die Nade rein. Das ist jetzt natürlich schon unglücklich. Brennlarme ausgelöst. Erster Full-Unit-Kill, nee, zweiter Full-Unit-Kill des Spiels. Drei Käse hoch hat MG42 verloren, auch wenn wir es nicht im Bild hatten. Und ja, jetzt ein bisschen unglücklich Conscript draufgegangen, aber auch hier Schlimmeres. Map Control ist immer noch sehr ordentlich bei mir. Kann man im Großen und Ganzen nicht meckern, dass das SMG ist gerade, ja, sitzt hier halt irgendwie blöd rum. Aber ja. Schaut eigentlich an der Tech-Front aus. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Üblicherweise spielt man T2 into T4. So fuelmäßig könnte man langsam mal drüber nachdenken, hoch zu tacken. Alternativ wäre natürlich möglich, ein T70 zu bringen. What the fuck? Schreck ausgegeben von Stupendous Man. Das ist halt auch. Das habe ich, glaube ich, im letzten Cast schon gesagt. Halte ich absolut überhaupt nichts von. Das ist total verschenkt, finde ich. Oh! Die Nade habe ich übersehen, weil gleichzeitig hier noch gekämpft wird. Im Gegenzug aber ganz nett gedodged von Stupendous Man, aber er gewinnt das Gefecht halt trotzdem nicht. Beide ziehen sich zurück, schiedlich, friedlich. Ja, aber also es ist halt verschenkt. Also man nimmt dem Ding halt die Infanteriekampfkraft dadurch. Und gegen Fahrzeuge ist das Ding aber halt trotzdem nicht effektiv. Weil diese eine Schreck, die macht halt jetzt auch noch keinen Sommer. Also gegen leichte Fahrzeuge, meinetwegen, wenn es unbedingt sein muss, aber auch da halte ich nichts von. Also finde ich nicht gut, aber ab und zu sehe ich es mal. Keine Ahnung. Kein grober Fehler, aber ich halte halt nichts von. So, wird hier getaggt auf beiden Seiten im Formationsflug. T3 geht hoch von 3 Käse hoch. Das ist auch hier relativ klassisch, kann direkt einen P4 bringen. Wie schaut es bei mir aus? Ja, SU-76 wäre möglich und T-70, aber ich denke, Normalfall direkt into T4 taggen. Hätte jetzt hier noch die Manpower. Heißt aber auch, mein T4 ist ein bisschen später dran als sein T3. Das heißt, der P4, der jetzt hier rauskommt, vermutlich, der wird schon, hat schon sein Zeitfenster und wird ein bisschen Impact haben. Die Gewehrgranate wurde gedodged, trotzdem ein bisschen Schaden gefressen. Jetzt kommt hier noch eine Nade. Hat er aber auch gesehen. Ja, von beiden Seiten ordentlich gemacht. Nur ich hab's halt wieder irgendwie verkackt. gut. Aber alles kein Drama. Siegmarkenmäßig muss man ja als Wehrmacht immer aufpassen, auf der Map, gerade wenn man rechts startet. Das hat Stupendous Man einigermaßen im Griff. Also ich habe ihm schon 101 Siegmarken abgenommen, aber es ist jetzt nicht dramatisch. Zusätzlich hat er jetzt zwei Siegmarken, die mittlere ist decapped. Das hat er ganz gut im Griff. P4 ist jetzt da und ich habe eigentlich absolut kein Anti-Tank, abgesehen von den Gardeschützen. Das heißt, ja, wie vorhin schon angedeutet, der P4 wird seinen Moment haben, ne? Mein T4 steht aber schon und ja, ich werde jetzt vermutlich halt auf den T3485 warten, das heißt, ein bisschen dauert es noch. Und die Zeit, wo jetzt der P4 hier lustig rumfährt, so lang wird das jetzt nicht dauern. Oh, lauf, mein Freund, lauf! Ja, das wird schon gut gehen.
Wie gesagt, der Doktrinenpick, ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht wird es mir bei meinem nächsten Stream mal erklären, was er sich dabei so denkt. Wenn er die Doktrin pickt, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht, tatsächlich. Ich habe das auch noch nie gesehen, dass einer diese Doktrin mal sinnvoll eingesetzt hätte. So, hier kommt der P4 ran. Oh, hau ab, lieber Mörser. Ah, scheiße. Ja, Mörser ist raus. Das war jetzt suboptimal natürlich. Bisschen unter Druck bin ich jetzt schon durch den P4 natürlich. Wenn ich ein bisschen Schaden machen mit dem Gardeschützen, wenn er das Hausspiel spielen, genau. Sorgt zumindest mal dafür, dass er jetzt sich hier mal verpisst mit dem P4. Defensive Mine kommt. Unter Umständen könnte ich auch Fahrzeug anvisieren markieren, damit das noch ein bisschen mehr Schaden macht. Ah, Mörser. Ah, hier kommt tatsächlich... Ach, hier, das war Fahrzeug festsetzen. Ja, man sieht's. Ein bisschen Schaden hat das schon gemacht, ne? Also passt schon, zumindest mal um den T4 ein bisschen zurückzudrängen. Bei mir ist jetzt der T3485 im Bau. Das Blöde ist, es kommt jetzt schon der zweite P4 von Stupendous Man. Heißt, ein bisschen Sorgen muss man ja schon machen. Doppel-P4 ist natürlich schon uncool. Immerhin ist der erste P4 jetzt nur bei halben, bei 50% Leben. Also er kann jetzt hier nicht einfach lustig rumfahren. Einfach zu riskant. Er weiß ja nicht, was bei mir jetzt da noch um die Ecke kommt. Flamer! Flamer! Ja, danke. Ein neuer T34 steht hier bereit. So, aber man sieht schon, die Gardeschützen machen schon ihren Damage, aber wie gesagt, zweiter P4 ist jetzt da. Glücklicherweise haben wir hier meinen 85er am Start. Richtig uncool wäre es halt gewesen, wenn er jetzt mit beiden P4s hätte pushen können. Glücklicherweise kann er das jetzt nicht. Zumindest nicht sofort. Und deswegen ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Das könnte ich mir auch mal hier wiederholen. Der vorbeigeschossen? Ja, das war ja klar, ne? Einmal vorbeigeschossen, einmal gebounced. Mein legendäres Tank Battle Luck ist wieder da. naja. Aber ich sag mal so, der T3485 kommt schon klar mit einem P4, mit zweien wird es natürlich eng, aber zusammen mit den Gardeschützen und die Panzerabwehrgranaten habe ich auch noch. Deswegen, es ist jetzt nicht optimal, wie das hier so läuft, gerade bei mir, aber es ist jetzt auch kein Riesendrama. Zusätzlich ist ja auch noch Fahrzeug markieren zur Not da. Und dann schon einiges mit anfangen. So, jetzt kommt der Push mit beiden P4s. Bodenangriff wäre ganz nice. Ach so, man hat sie nicht gesehen gerade. Essentiell ist natürlich jetzt, ich darf auf keinen Fall den T34 irgendwie verlieren. Ansonsten wäre hier Ende Gelände, also, ne? Stupendous Man könnte sogar noch einen Stuck oder sowas dazu holen oder noch eine Infanterieeinheit oder sonst irgendwas. Also sieht jetzt eigentlich echt ziemlich gut aus für den Wehrmachtler. Er hat auch zwei Pioniere, einer davon wäre zwei, das heißt, das Repair ist jetzt auch okay, sage ich jetzt mal. Also definitiv leichte Vorteile für Stupendous Man.
hat sich mittlerweile auch einen Vorsprung rausarbeiten können, was die Siegmarken angeht. Ja, Nate zum Glück rechtzeitig gedodged, das passt. Ja, was tun, sprach Zeus. Bis zum nächsten Tank dauert es bei mir noch ein bisschen. Und Manpower-mäßig ist das natürlich jetzt nicht so optimal. Ständig zwei P4s Models rausschießen. Also eine Pack wäre schon ganz geil. Kann man sich halt schon überlegen, noch eine Pack dazu zu nehmen. Einfach nur so, die so ein bisschen als Backup, ne? Falls doch mal was mit dem P4 wäre, mit dem T34 wäre. Es kommt tatsächlich ein Stück von Stupendous Man und jetzt ist halt langsam dann Anti-Tank-mäßig schon echt ein bisschen mau bei mir. Also, wenn ich das jetzt hier so sehe, ich brauche jetzt definitiv eine Pack. Ah, da kommt sie auch. Pack ist im Bau und dann ist auch direkt der Fuel da für einen weiteren T34 oder irgendwas anderes. Zwischendurch mal wieder auf den Flanken ein bisschen cappen, ein bisschen Siegmarkendruck versuchen wieder aufzubauen. Sorgt gleichzeitig dafür, dass Stupendous Man sich dann halt ja auch aufteilen muss. Oh, hier haben wir einen Bunker. Das ist also, was ich meine. Jetzt ist der T34 ein bisschen low und dann ist es jetzt halt schon nice, wenn noch eine Pack da ist. Kommt wie gerufen gerade. Servus. Und ja, gerade auch gegen das Stuck dann. Ja, ihr seht, was ich meine. Das sorgt dafür, dass Stupendous Man jetzt hier mal ein P4 auf die Flanken schickt, Infanterieeinheit auf die Flanken schickt, nimmt so ein bisschen Druck aus dem Zentrum jetzt in dem Fall. Und jetzt ist dann die Pack da, dann sieht es ein bisschen besser aus. Kann ich übrigens nur empfehlen. Eiskaltes San Pellegrino, keine Ahnung, Orangenlimonade. Unverschämt teuer, aber mega. Aber das nur am Rande. Ja. Der Bunker nervt natürlich, der muss auch weg. Auch dafür ist die Pack gut. In dem Fall. Da kommt sie. Ich weiß gar nicht, ob ich das Stück schon gesehen habe. Der hat gesessen. Fahrzeug festsetzen. Vielleicht noch Bodenangriff mit der Pack. Die hat, glaube ich, keine Sicht, aber schieß doch. Oh, nice. Und da ist er raus, der gute P4. Ich glaube, es war sogar der Gardeschütze. Irgendwo habe ich jetzt noch einen Conscript verloren. Wahrscheinlich hier. Stupendous Man hat noch einen weiteren ja, Sturmtruppler gebracht. Diesmal mit dem richtigen Upgrade. Jetzt interessiert mich aber echt, ob der Gardeschützenfreund der Gardeschützenfreund den Kill gemacht hat. Nee, war er nicht. War der T-34-85? Man sieht auch, ohne die Pack wäre ich jetzt richtig gearscht gewesen. Gleichzeitig noch den Bunker abgerissen. Ein P4 ist raus. Es läuft soweit. Wer zur Hölle hat den T-34 gekillt? Die Pack war es nicht. Der T-34 war es nicht. Der Gardeschütze war es auch nicht. War das der andere Gardeschütze? Auch nicht. War das der Mörser? Keine Ahnung. Das ist irgendwie mysteriös und ein Fall für Galileo Mystery, aber weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht verpeile ich gerade nur irgendwas. Auf jeden Fall ist irgendwie der P4 halt draufgegangen. Weiß es nicht. Ach du Scheiße, das war das MG?
Lol. Das MG hat den Super Lone P4 gekillt mit. Ja, anscheinend. Ich meine, klar, ein MG macht auch irgendwie Schaden an Fahrzeugen, aber normalerweise killt das halt kein P4, außer er hat nur 0,00001% Leben. Ja, witzige Sache. Ja. Jetzt habe ich auch Fuel und Manpower für einen weiteren T34. Ah, genau. Kaum sage ich es, da kommt er auch schon. Dann soll es besser werden. Sigmarkenmäßig macht das Stupendous Man wirklich sehr gut. Ordentlich Druck erzeugt und so. Sein Mörser auch 16 Kills und so. Red 3 Pyo. Bin nicht so ganz klar, warum er den nicht upgradet. Ja, Siegmarken Capping Tour. Kollegen sind wir 3, das ist nice. Insgesamt beschissenes Kill-Death-Verhältnis für mich. Liegt auch mit daran, dass ich schon zwei Conscripts verloren habe. So, jetzt ist aber der zweite T34 da und jetzt wird es hoffentlich besser. Zwei T3485 plus Pack ist schon ganz nice. Gegen einen P4 und einen. Ach nee, zwei P4s und einen Stuck. Ja gut, dann ist es halt gerade so ausreichend. Was kann man jetzt machen? Ja, vielleicht noch eine SU-85 dann auf Sicht. Oder einfach weiter T34 pumpen. Das ist mega riskant, was er hier macht. Hau ab, Pio, hau ab. Natürlich wichtig, dass der Wettpio das überlebt. Lauf, mein Freund. Ja, gerade noch mal so gut. Ah, jetzt kommt ja noch ein weiterer Pionier, um das Repair zu gewährleisten. Zusätzlich natürlich Minensucher, falls der hier irgendwo Tellerminen rumgelegt hätte. Hat er nicht getan. Schauen wir mal kurz. Nee, keine Tellermine da. Möglicherweise. Ein Hoch auf die Pack auf jeden Fall, dass die da ist. Die brauche ich definitiv gegen das Schluck hier. So langsam wäre es halt auch schon mal nice, wenn ich mal diese Siebmarkengeschichte wieder auf die Kette bekommen würde. Beide Gardeschützen Wett 3, das ist auf jeden Fall super, super nice. Gardeschützen sind wirklich brutal stark, sowohl gegen Infanterie als auch gegen Fahrzeuge. Also jetzt nicht mega stark gegen Fahrzeuge, aber sie machen schon ihren Damage. Auch gegen mittlere Panzer, wie wir vorher gesehen haben. Zudem hier mit der Ability Fahrzeug festsetzen, ist das eine coole Sache. Und kann dann schon mal im Einzelfall dafür sorgen, dass man ein Panzergefecht gewinnt, was man normalerweise verloren hätte. Oh, P4 hat das schöne Maxim rausgenommen. Auch Wert 3 ist natürlich scheiße. Jetzt, oh, wenn ich jetzt die Pack verliere, wird's kacke. Jetzt kommt der Push von Stupendous Man. Drei T34 sind da. Oh, das sieht bitter aus. Oh, aber ein P4 könnte jetzt raufgehen. Pack ist wieder besetzt. So, ein P4 ist raus. Die Pack lebt tatsächlich. Oh, Abandon T3485. Oh, das könnte es gewesen sein für den zweiten P4. Das Stuck backt irgendwie behindert in der Gegend rum. Zweite P4 ist raus.
Also wäre natürlich episch, wenn ich den T-34 mir wiederholen könnte. Hier kommt, Fahrzeug festsetzen. Pack kommt hinterher. Ah, der scheiß Mörser hat den T-34 gekillt. Das ist natürlich schade jetzt. Ah, blöd. Oh, hier war doch eine Tellermine. Dumme Sache. Jetzt ist natürlich... Ja, Glück gehabt. Man wollte jetzt hier unbedingt noch einen Schreckschuss raushauen, um den T-34 zu killen, aber musste damit mit dem Leben bezahlen. Gut, wenn wir mal resümieren. Ich habe bei der ganzen Aktion jetzt einen T-34 verloren und Stupendous Man aber beide P4s. Also würde ich das eher mal als Gewinn für mich verbuchen. Jetzt ist natürlich wichtig, den P4 nicht zu den T-34 nicht zu verlieren. Hau ab da! Hau doch ab! MG ist leider weg halt. Ach so, das Repair ist aktiviert, deswegen kann ich nicht wegfahren. Das ist natürlich scheiße jetzt. Wo ist denn das Stuck? Da kommt's. Ah, ah scheiße. Ja, das wird's gewesen sein für den T-34. Ja, das hat jetzt natürlich richtig abgefuckt, dass ich hier das Repair aktiviert habe und nicht wegfahren konnte. Dumme Sache. Jetzt ist aber der nächste T-34 da. Wo ist meine Pack? Hier kommt sie. Hier ist das Stuck. Fahrzeug festgesetzt. Wo ist die Pack? Ja, coole Sache. Das Stuck wird jetzt draufgehen. Bam! Ja, hier seht ihr, was ich meine. Diese Ability hat mir in dem Moment jetzt halt den Sieg geschenkt. Hier in diesem Gefecht. Das war jetzt wichtig, dass das Stuck drauf geht. Und dass ich die Pack nicht komplett verloren habe. Zu spät gesehen. Warum eigentlich? Hätte man sehen können, definitiv. Der Kollege hat Motorschaden, oder? Ja. Der wiederbesetzte Mörser ist Wett 2 schon wieder. Das ist gut. Und gleichzeitig habe ich auch noch den Wehrmachtsmörser gecountert. Anscheinend. Wenn ich es jetzt nicht im Bild hatte, wegen dieser ganzen Panzer-Action. Pack könnte meine Barrage auspacken. Ah, da kommt sie auch. Ja, erstmal nichts getroffen, aber... Bam! Ja, das war natürlich jetzt bitter. Ein Mörserschuss gleichzeitig eingeschlagen mit der Sys-Barrage und das MG rausgenommen. Oh, mittlerweile haben wir wieder einen Stuck und einen P4. Ja, der Mörser haut richtig rein jetzt. Packt jetzt richtig einen aus, der Kollege. Bäm! Und schon wieder das MG raus. Ist natürlich nice. 16 Kills, der Freund. Aber ihr habt's gesehen. Der Wehrmachtsmörser hatte, bevor ich ihn recruit habe, ähnlich viele Kills. Also, der Wehrmachtsmörser ist schon auch gut. Also da braucht man sich nicht beschweren. Der Kollege hier ist auch eine ganze Ecke teurer. Ja, da wird jetzt mal Maxim nachgebaut. Kann man machen, warum nicht? Eh kein Fuel für irgendwas anderes. Mittlerweile mal wieder zwei Siegmarken unter Kontrolle und ich kann mal wieder so ein bisschen hier rum expandieren. Da ist die Panzergefechte im Großen und Ganzen eigentlich ganz ordentlich gelaufen für mich. Dieser eine Push, als er mit zwei P4s und einem Stuck gepusht hat gegen meine beiden T-34,
Es war halt wichtig, dass ich das Gefecht nicht verloren habe und danach lief es dann ganz ordentlich. Meine 2W3-Freunde halten mich infanteriemäßig im Spiel. Und der Mörser hier Sperrfeuer gegen das MG42, das funktioniert auch ganz ordentlich. Oder geht das auf den Mörser wieder? Ne, auf das MG. Ja, das Stuck kriegt richtig auf den Sack von der Pack mittlerweile auch Wett und der T3485 gewinnt natürlich schon gegen den P4. Irgendwie ging der Schuss wieder vorbei, keine Ahnung warum. Ja, aber so langsam habe ich es wieder unter Kontrolle. Triple Cap seit längerer Zeit mal wieder, schöne Sache. Wurde auch Zeit, jetzt ist ja der zweite, der P4 im Bau. Mir dauert es noch ein bisschen mit dem nächsten T34 oder einer SU oder whatever. Könnte sich überlegen, ob ich nicht da noch irgendwas Infanteriemäßiges dazu nehme. Vielleicht noch einen Mörser oder so. Das wird ja eh erstmal refreshed. Ja, relativ ausgeglichene Geschichte mittlerweile wieder. Kill-Death-Verhältnis spricht für Stupendous Man. Ansonsten relativ ausgeglichene Kiste, Großen und Ganzen. Ja. Ja, ich denke, so wie ich mich kenne, werde ich einfach einen weiteren T34 wiederholen. Vielleicht das mit der Pack läuft da ganz gut gegen die. Gegen Stuck und Co. Zusammen mit den Gardeschützen läuft das schon. Also brauche ich jetzt nicht zwingend eine SU-85. So. 2P4 ist hier Bodenangriff. Hat aber nicht geklappt. Aber mittlerweile dann jetzt gleich wieder 2 Siegmarken für 3 Käse hoch. Also kein langes Vergnügen mit dem. Mit dem Triple Cap, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ein bisschen dumm, dass ich ihm Maxim geschenkt habe, ne? Aber die Flanke sollte klappen, kann er sich zurückziehen, genau. Pack plus T34 kommen ran. Nächster T3485 ist im Bau. Der hat gesessen. Pack kommt dazu. Stuck allerdings auch. Panzerbattle verlagert sich so ein bisschen in den Norden. Ja, ihr seht, die Gardeschützen machen schon ihren Damage, ne? Granate nicht gedodged, natürlich nicht so geil. Aber jetzt ist der zweite T34 da. Was heißt. Eigentlich sogar bessere Karten für mich, wenn ich denn dann Muni hätte für Fahrzeug markieren oder die Geschichte hier. Pack müsste mal geheilt werden, will ich jetzt aber wahrscheinlich nicht zurückziehen. Ah, Fuel Outpost habe ich mir gegönnt, anstatt einer Infanterieeinheit. Und ich baue jetzt noch einen Pionier nach. Einen habe ich wohl verloren, vorhin wieder mal so. Ja, also die eine oder andere Infanterieeinheit habe ich schon gewastet, muss man sagen. 2 Conscripts und ein Pio. Bisher, glaube ich, verloren. Oh, die getarnten Freunde hier. Zusätzlich noch taktisches Vorrücken aktiviert. Nur hier kommen die W3-Freunde plus Flamer. Das heißt, das Gefecht werde ich gewinnen. Zumal auf Midrange. Hier liegt eine weitere Tellermine. Ja. Stellung aber wieder soweit einigermaßen gefestigt. Stupendous Man repariert hier lustig in der Gegend rum. Der P4 schaut mal auf der Flanke vorbei. Für den Cap soll es reichen.
Sowohl bei der Munition als auch bei der Siegmarke. Jetzt aber go home, my friend. Genau. Der Kollege kann sich eigentlich auch gleich mal verkrümeln. Außer es kommt Verstärkung ran. Ja, hier kommt der T-34. Fahrzeug festgesetzt. T-34 kommt ran. Heckpanzerung, das könnte gut werden. Hier kommt aber der nächste P4 ran, den ich jetzt glaube ich noch nicht sehe. Wett 3, Freund, hau ab. Der Stuck ist auch da. Oh nein, nicht meinen Wett 3 Gardeschützen verlieren. Ja, Bodenangriff wäre möglich unter Umständen. Ja, oder halt nicht. Oder halt einfach wegfahren. Geht natürlich auch. Kommt der zweite T-34 mit ran. Irgendwie wurde die Tellermine hier ausgelöst. Gardetruppen bereit zum Einsatz. Hier im Norden gibt es ein paar Scharmützel und in der Mitte. Weiterer Gardeschütze. 3 Gardeschützen jetzt auf dem Feld. Ja, keiner will hier so richtig pushen jetzt. War ja doch relativ verlustreiche Panzergefechte bisher. Das will jetzt keiner von beiden gleich wieder haben. Hier wird mal gecapped, das wird aber nichts, denke ich mal. Wer macht's Mörser auch mittlerweile dann wieder Wett 2? Für den Decap hat es immerhin gereicht, aber gleich zurückgekappt werden, denke ich. Weil das hier, nächste Tellermine. Ist natürlich ein guter Spot, aber ist jetzt auch unwahrscheinlich, dass ich da reinpushe. Aber definitiv machen. Defensive Mine, falls das Gefecht hier schief geht, er sich zurückziehen muss, wenn ich dann nachsetze und die Tellermine erwische, dann ist das eine gute Sache. Jetzt sieht es hier wieder nach Triple Cap aus. Ne, hier wird schon wieder decapped. Beim Großen und Ganzen habe ich es im Griff, was liegt hier? Ach, da hat einer was liegen lassen. Möchtest du das bitte mitnehmen, lieber Conscript? Ja, jetzt habe ich es auch geschnallt. Pack plus T-34. Läuft. Ja, keiner traut sich jetzt hier momentan so ein bisschen zu pushen und ja, ein bisschen was zu riskieren. Minensucher ist am Start, um hier mal zu checken, wie es hier mit Tellerminen aussieht. Ist natürlich wichtig. Hier habe ich die Granate mal nett gedodged zwischendurch. War wirklich ein Hoch auf die zwei Wett-3-Freunde. Die haben ja halt wirklich tatsächlich bisher das Spiel gerettet. Epische Performance von den Jungs. Unser Feind hat nur noch 200 Punkte. Ah, ja. Weiß ich jetzt zumindest, dass hier keine Tellerminen liegen. Also ich kann da gefahrlos rumfahren. Siegmarkenmäßig ist es fast wieder ausgeglichen. Feindliche Streitkräfte neutralisieren einen Sektor. Ja, Pack wurde refreshed, ist mittlerweile Wert 2. Auch schöne Sache. Oh, hier kommt die Nate. Bam! Wett 2, aim jetzt 42 raus. Coole Sache. Jetzt steht der T-34, Freund. Ja. Könnte ich jetzt natürlich hier oben gebrauchen. Irgendwo. Fahrzeug festsetzen. Leider ist der T-34 so low, dass ich jetzt hier nicht nachsetzen will. Schade. Aber ihr wisst ja, der Repair Speed vom Ost her ist relativ langsam. Von daher ist auch was wert, wenn der P4 jetzt erstmal raus ist. Zwecks Repair.
nächste T-34 kommt hier mit ran. Oh, das war bitter. Beide T-34 jetzt ziemlich low bei mir. Wo ist die Pack? Hier kommt sie. Was sind die alle nochmal? Die Wettstufen aufspüren. Und... ah, höhere Feuerrate. Sehr gut. Hier könnte ich die Repair-Funktion aktivieren, wenn es denn sein muss. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Wir verlieren Nachschub an den Feind. Oh, Panther. War gleich mal ordentlich kassiert von der Pack und den Gardefreunden. Zwei P4s, ein Panther und ein Stuck. Das ist natürlich eine kolossale Feuerkraft. Wohingegen ich halt, ja, zwei C34 nur in Anführungszeichen habe. Gut ist halt, dass der Panther gleich mal so gelitten hat. Deswegen kann er jetzt hier nicht guten Gewissens pushen. Verzögert die Sache jetzt ein bisschen. Also langsam wäre vielleicht eine SU-85 dann doch gar nicht so doof. 200 Punkte übrig. Verdoppeln Sie Ihre Anstrengungen. Oh, Hauptgeschütz zerstört. Pack und raus ist er P4. Schöne Sache. Der Kollege ist auch wieder einigermaßen fit. Wo P4 ist auch wieder relativ low. Der TN34 kommt noch ran. Geht da der Kill? Ah, gebounced, aber der nächste T34 kommt mit ran. Und raus ist der Kollege. Ich glaube, das war... nee, war nicht die Pack, war tatsächlich der T34. Ja, zwei P4s raus. Jetzt heißt jetzt noch ein Stuck und ein Panther da. Ist natürlich nice, denn die sind beide halt nicht so geil gegen Infanterie. Was mir jetzt tatsächlich die Überlegenheit beschert, was die Infanteriekampfkraft angeht. Und auch gegen Tanks bin ich jetzt natürlich mit zwei T34 und einer Pack und den Gardeschützen schon plus der Geschichte hier schon ganz gut aufgestellt. Schöne Sache. Repair aktiviert. Ah, nee. Oder? Nee. Er sieht gut aus. Also, das war jetzt natürlich wichtig. Alle P4s sind raus. Grenadiere hat er auch nur noch einen und hier den Freund hier, der so ein bisschen useless rumsteht. Das heißt, Infanteriekampfkraftmäßig sieht es jetzt gut aus und an der Panzerfront auch. Da scheint das Spiel jetzt wieder so ein bisschen in meine Richtung zu kippen. Panther war bisher wirklich absolut useless. Reingefahren, direkt massiv kassiert. Er ist nie dazu gekommen, ihn zu reparieren. Ah, was haben wir denn hier? Hier scheine ich tatsächlich jetzt mal nach vorne zu pushen. Pack kommt auch mit nach vorne. Panther ist so gut wie raus. Dafür ist das Stuck wieder einsatzbereit. Kassiert aber auch gleich erstmal ordentlich. Die Pack mittlerweile wird 3. Hier in der Mitte wird auch gepusht. MG42 ist ein bisschen am Arsch. Ups. Dritter Pionier jetzt von mir für besseres Repair. Passiert aber gleich mal und wird wahrscheinlich jetzt sterben. Ja, da habe ich jetzt, glaube ich, kein Auge drauf, wegen der ganzen Action hier. Ja, bin ich jetzt dumm. Das ist schon der zweite Pionier. Mit 3 Mörser. Ist am Start. Wo ist eigentlich das? Hätte ich ja auch mit nach vorne nehmen können. Ja, und jetzt sieht es da richtig gut aus. Eigentlich. Cool, Decap auch. Nächster P4 ist im Bau. War ja auch Wert 3, die Freunde, aber muss hier trotzdem weg.
Dritter T-34 jetzt im Bau und ich denke, jetzt werde ich dann den Sack zumachen, so langsam. Ich sehe jetzt nicht, wie Stupendous Man hier nochmal rauskommen will aus der Nummer. Ja, noch eine defensive Tellerminie. Fällt mir gut. Beide T-34 wird 2. Wo ist der dritte? Da kommt er, der Freund. Ja, ich bin wirklich ein Fan von den T-34-85, muss ich sagen. Die halten viel aus, die sind ordentlich gegen Infanterie und gegen Fahrzeuge sind sie auch nice. Der Kollege jetzt nicht so. Kriegt da immer mächtig auf den Sack. Oh, direkt raus, Blitzkrieg aktiviert. Wenn er dafür aber stirbt, hat sich das nicht gelohnt. Ja, und da ist er raus, der Freund. Zusätzlich Fahrzeug markieren aktiviert. Das heißt, der P4 kassiert ordentlich. Sollte jetzt eigentlich drauf gehen. Ne, der Schuss geht selbstverständlich daneben. Aber die Pack kommt mit. Ja, da ist er raus, der Freund. Sunshot aktiviert vom Stuck, aber... Die Pack ist da. Ja gut, tausche T-34-85 gegen Panther. Da ist jetzt nicht so Hammer mit Leben, denke ich. Natürlich geiler gewesen, dass wenn er überlebt hätte, aber gut. Ja. Triple Cap, selbstverständlich. Jetzt schon eine ganze Zeit lang. 50 Punkte noch. Sieht jetzt wirklich gut aus. Muss ich das nur noch ordentlich nach Hause spielen, eigentlich. Feindliche Streitkräfte versuchen unser Territorium zu erobern. Ach, die Gardefreunde sind auch am Start. Auch schon Wett 2, die neuen Gardeschützen. Andere 21, 22 Kills. Eine müsste doch jetzt mal ein Fahrzeug hier laden. Zerstört die Fahrzeuge 2. Sehr schön. Die können uns nicht alle umbringen. Der Feind hat unseren Versorgungssektor erobert. Ja, 18 Punkte noch. Stupendous Man ist zwar auf Capping-Tour, aber sollte ich, denke ich, schon nach Hause fahren können. Dort können die zwei Freunde jetzt mal im Norden vorbeischauen. 13 Punkte noch. T-34 sind wieder einsatzbereit gleich und dann sollte das klappen. Ach, ein Sniper hat er gebaut. Ja, Late Sniper, Minute 52. Kann man natürlich machen, aber das wird, denke ich, jetzt den Braten auch nicht mehr fett machen. Und hier kommt schon Cap Armada. Könnte ich sogar auch mit dem Tank cappen. Ah, da ist das Wett 3 für den T-34. Feuerrate und mehr Genauigkeit. Wett 3. Nochmal höhere Feuerrate. Das hier wird nichts. Kann ich gleich nach Hause fahren. Versorgungssektor wird angegriffen. 11 Punkte noch. Und... Ja, hier wird er noch den Decap schaffen wieder. Macht's noch mal ein bisschen, zieht's noch mal ein bisschen in die Länge, aber am Ende vom Tag wird er das nicht mehr drehen können, denke ich. Hier oben wird das nichts. Und in der Mitte auch nicht. Fahrzeug markieren aktiviert, die Pack ist da und ja, noch ein Schuss, genau. Stuck ist raus, jetzt hat er noch eine... Den Park 40 gebracht, das wird ihm jetzt aber... Bam! Bundle, böse Bundle, Nate. Durch jetzt bitter. Aber gut. Barrage. Ah, jetzt kann eigentlich gecapped werden. Er hat jetzt nichts mehr, womit er das groß verhindern kann. Auch der Sniper ist auf dem Retreat. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Maxim cappen und dann sollte das Ding durch sein.
Wo ist eigentlich mein Mörser? Hier. 25 Kills mittlerweile. Cool, das MG42 ist draußen. Oder war es ein geklautes Maxim? Dafür geht mein Maxim jetzt auch drauf. Ah, okay, dann kepp ich halt hier. Damit ihr halt nichts wird. Pack war auf jeden Fall. Hat ihren Job erledigt. Sollte jetzt hier mal weg. Den Cap wird er nicht verhindern können mit dem lauen Trupp hier. Das ist die schöne MVP-Pack draußen, aber so what. Ja. Den Cap wird er nicht verhindern können. So, 10 Punkte noch. Ah, in der Mitte wird jetzt auch gecapped, denke ich. Und hier kommt das GG. Bei T34 sind es jetzt wieder. Das heißt, die Pack 40 wird das auch nicht überleben. Der Gardistenblock ist mit netten Mitteln nicht in den Griff zu kriegen. Ja, gut, jetzt am Ende hatte ich tatsächlich 3-4 Gardeschützen, aber ich sag mal, 90% des Spiels hatte ich halt 2. Und die sind natürlich mega stark, aber im Blob war es jetzt nicht und gebloppt habe ich auch nicht. Das war auch nicht der Grund, warum er verloren hat, sondern entscheidende Panzergefecht war hier im Norden, als er beide P4s verloren hat, dann noch den Panther. Ja, die Tank Battles waren es am Ende vom Tag. T34-85 plus Pack plus Fahrzeug markieren. Wahlweise auch Fahrzeug festsetzen. FTW, das hat das Spiel gewonnen aus meiner Sicht. Ordentliches Spiel von beiden. Nicht überragend, aber ich denke ordentlich von beiden. Wir haben, denke ich, ein paar ganz nette Gefechte gesehen. Ja, langer Cast, fast eine Stunde. Von daher will ich es auch nicht länger machen als nötig. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen unterhalten. Man sieht auch T2 spiele ich manchmal und kann auch klappen. Von daher, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß beim selber zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschö.